Ob Billie Eilish, Megan Thee Stallion oder Olivia Rodrigo. Die besten Nachwuchs-Acts der letzten Jahre waren weiblich. Bilder von jungen Frauen, die einen Haufen Grammys balancieren, sind keine Seltenheit. Aber bei einem Blick auf die Billboard Top 100 der letzten 10 Jahre wird klar, die allgemeinen Zahlen im Business sehen anders aus. Flinters machen nur jede fünfte Person in der Musikbranche aus. Betrachtet man die Zahlen bei den Producern, ist die Lage noch drastischer. Hier sind es nur 2,8%. Wow. Ich dachte, wow, weltweit. Puh. Okay. Schade. Anna Lucia ist Sängerin, Songwriterin und Producerin aus Wien. Sie wusste schon immer, dass sie auf die Bühne will und war früh in ihrer Laufbahn mit männerdominierten Räumen konfrontiert, wo sie sich immer wieder behaupten konnte. Also ich habe bis jetzt mit einer einzigen Produzentin mal gearbeitet, letztes Jahr. Aber das war eher so eine Ausnahme, weil sonst waren es immer Männer. Also beim Beat produzieren fange ich so an, zuerst mal mich für ein Tempo zu entscheiden. Und dann spiele ich einfach drauf los. Es fängt immer damit an, dass ich Akkorde einspiele, irgendwie einen Mood zu kreieren, weil die Akkorde kreieren dann praktisch einen Mood. Das klingt ein bisschen gerade so wie Yoga-Musik. Das ist für mich so praktisch wie ein Grundgerüst. Und dann fange ich an, Samples rauszusuchen. Was für ein Sample könnte dazu passen als Detail? Welche Melodie lasse ich noch spielen? Gebe ich noch ein Piano dazu? Bei mir gehen die Drums, also die Richtung bei mir ist immer, sind zwei verschiedene. Zum einen mache ich richtige R&B-Sachen, so zum Beispiel mit 6/8-Takt. Oder manchmal mache ich auch Drill mittlerweile oder Hip-Hop. Um den eigenen Stil als Producerin zu finden, muss man vor allem vieles ausprobieren. Aber um überhaupt ausprobieren zu können, braucht es Equipment und den Zugang zu Ausbildung. Auch wenn viele Menschen in Schlüsselpositionen sich ihrer Verantwortung in den letzten Jahren immer mehr bewusst werden, gibt es nur wenige Förderprogramme, die Flinter und andere marginalisierte Gruppen mit Expertise und Geld dabei unterstützen, in der Branche Fuß zu fassen. Wenn die Musikindustrie von neuen Producing-Styles und Techniken profitieren will, muss sie aktiv genau jene Personen unterstützen, die sich nicht von Haus aus zutrauen, selbst zu produzieren. Dieses Wissen kann man sich aneignen. Das Technische dahinter ist jetzt nicht so das Schwierige daran. Es gibt so viele Instrumentalistinnen, die spielen Gitarre, Klavier oder irgendein Instrument. Und wenn du das schon hast, dann ist dir das sowieso vereinfacht. Du könntest dich ja auf den PC setzen, die Fruity Loops holen, das Technische kurz lernen und dann einfach Musik kreieren. Man muss seine Grenzen setzen können und seinen Standpunkt vertreten können. Ich habe das auch sehr früh gelernt und das habe ich auch von einem Musiker beigebracht bekommen. Er sagte zu mir, es tut mir leid, dir sagen zu müssen, du bist eine Frau. Und trotzdem ist in der Musikbranche noch immer so, dass deine Meinung nicht so zählen wird wie die eines Mannes. Und er hatte nicht Unrecht gehabt. Ich habe dann Sachen gelernt, wie zum Beispiel Musik ist eine eigene Sprache. Es ist wichtig, diese Sprache zu beherrschen, dann nehmen dich die Männer in dieser Welt wahr und ernst. Ich habe schon oft gehört, ich sehe dich und ich habe das Gefühl von dir, du bist ein Püppchen.
es hat nichts mit dem Äußeren zu tun, ist so. Dahinter steckt noch so viel mehr. Man muss verstehen, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Und wenn ich einen Menschen so wahrnehme, nur weil er so ist, dann ist es oberflächlich. Deswegen muss ich mehr auch können, um wahrgenommen zu werden. Weil sonst bleibt es immer bei diesem Eindruck, ich bin dieses Püppchen und ich bin nicht dieses Püppchen. Warum ist das so? Warum kann ich nicht so sein, wie ich sein will? Weil das bin ich. Man kreiert Musik, um gehört zu werden. Anfangs war es so, ich dachte mir so, vielleicht soll ich es nicht so sehr an die große Glocke hängen, dass ich es mache. Aber im Endeffekt denke ich mir so, wieso soll ich es nicht tun, weil das mache ich. Ich glaube, ich stand mir selbst im Weg und habe mir gedacht so, ja, ist da lieber still und verrat nicht der Welt, dass du produzierst. Aber ich glaube, es war ein Klick für mich. Ich war einfach still davor und dann war es mir klar, ich muss keine stille Frau mehr sein.